Kakao. Zutat in jedem Stück Schokolade, das wir essen. Jedenfalls verspricht das die Schokoindustrie keine Kinderarbeit. Vor 3 Jahren habe ich über Kinderarbeit und Kindersklaven auf den Kakaofarmen in Westafrika berichtet. Danach hat die Schokoladenindustrie in einer groß angelegten Werbekampagne behauptet, dass alles in Ordnung ist. Die Kinder gehen zur Schule. Sie arbeiten nicht mehr illegal auf den Kakaofarmen. Wir können Schokolade also ohne schlechtes Gewissen genießen. Diese Kinder sind nun nicht mehr gefährdet. Die Industrie spricht ihre Schokolade also von allen Anschuldigungen frei. Ich will herausfinden, ob die Schokoladenhersteller ihre Versprechungen halten oder ob sie uns etwas vormachen. Nestlé in der Schweiz. Der größte Lebensmittelkonzern der Welt mit einem Jahresumsatz von 68 Milliarden Euro. Einer der weltgrößten Schokoladenhersteller. Bei meinem letzten Besuch hier wollte ich mit Nestlé über Filmaufnahmen von Kindersklaven auf den Kakaoplantagen sprechen. Ich wollte Ihnen zeigen, wie kleine Kinder von Schmugglern eingefangen und an die Elfenbeinküste auf die Kakaofarmen verschleppt werden. So auch dieser Junge aus Mali, der gerade über die Grenze gebracht wurde. Warum weinst du? Ich suche Ali. Ali, Junge. Wer ist Ali? Der Fahrer des Busses da drüben. Der Mann, dem der Bus gehört. Aber damals wollte Nestlé nicht mit mir sprechen. Seitdem habe ich mich immer wieder um ein Interview bemüht und nun endlich eine Chance, aber nur zu einem Kennenlerngespräch. Ja, nur Sie allein. Keine Aufnahmen, keine Kamera. Wie ich sagte, nur Sie allein, um uns kennenzulernen. José López, Generaldirektor Operations, lädt mich ein. Es gibt viele Leute, die das Richtige tun wollen. Er ist verantwortlich für die Warenkette und dafür, dass in Nestlé Schokolade keine Kinderarbeit stecken soll. Über eine Stunde lang versichert mir Nestlé, alles zu tun, damit Kinder an der Elfenbeinküste zur Schule gehen können, statt auf den Kakaofarmen zu arbeiten. This is what I got from Nestlé. A lot of reports. Das habe ich alles von Nestlé bekommen. Viele eindrucksvolle Papiere. Ich möchte mir das selbst ansehen. An der Elfenbeinküste. Okay. Aber so einfach ist das nicht. Ich bekomme kein Visum. Erst soll ich die Einladung von einer Schokoladenfirma vorlegen. Ich schreibe E-Mails an die größten Konzerne. Ohne Erfolg. Eine Verbandssprecherin teilt mir mit: Wir sind nicht in der Lage, Ihnen mit Visa oder einer Drehgenehmigung an der Elfenbeinküste zu helfen. Deshalb skype ich mit Ange Aboa, einem Kollegen an der Elfenbeinküste. Ich will wissen, ob dort alles so gut läuft, wie Nestlé behauptet. Was tun die gegen Kinderarbeit und Kinderhandel? Nichts, rein gar nichts. Sie haben den Bauern versprochen, Schulen zu bauen und Zugang zur Wasserversorgung zu schaffen. Aber es passiert nichts. Mickey, es passiert überhaupt nichts. Da mir die Einreise an die Elfenbeinküste verwehrt wird, verabrede ich mich mit Ange im Nachbarland Ghana. Wir treffen uns an der Grenze und machen einen Plan.
Aboa ist Spezialist für die Kakaoindustrie an der Elfenbeinküste. Sie ist der wichtigste Lieferant von Rohkakao für den deutschen Markt. Hi, Mickey. Hallo, Mickey. Hallo, Ange. Wie geht's? Fine, thank you. Do you think it's possible? Glaubst du, du kannst diese Hilfsprogramme an der Elfenbeinküste finden? And see if you can. Und meinst du, du kannst für uns die Projekte von Mars, Nestlé und ICI filmen? ICI, Mars and Nestlé. Yes, of course. Bestimmt. Ich werde sie finden und auf ihren Erfolg hin überprüfen. Sei vorsichtig. Pass du auch auf dich auf. Bis bald auf Skype. Yeah. Okay, bye. Thank, bye. Ange Aboa geht zurück über die Grenze an die Elfenbeinküste und macht sich auf die Suche nach der lange versprochenen Hilfe der Schokoladenindustrie. Die Projekte, die die Schokoladenfirmen stolz im Fernsehen präsentieren. Es gibt schon hunderte von Programmen, die ihre Wirkung zeigen, die nachhaltig und dauerhaft das Leben der Kakaobauern verbessern und das der Kinder, die uns sehr am Herzen liegen. Während Ange an die Elfenbeinküste reist, besuche ich eine Kooperative in Ghana. Ghana produziert 25% aller Kakaobohnen weltweit. Es gibt bis zu 1 Million Kleinbauern. Sie leben an der Armutsgrenze. Der Kakaopreis ist zu niedrig. Die Kooperative Source Trust möchte Kinderarbeit abschaffen. Deswegen hat sie ein System entwickelt, das die Kakaobohnen zu den Bauern zurückverfolgen soll, die sie angebaut haben. So kann die Kooperative die Bauern direkt kontrollieren, die den Kakao für unsere Schokolade anbauen. Hier bilden wir die Bauern aus. Das machen wir in jedem Dorf. Wir unterrichten sie in 29 Themen wie Pflanzenkunde, Arbeitssicherheit, Gesundheit, Kinderarbeit und ökologisch nachhaltigem Anbau. Und wie groß ist das Problem mit der Kinderarbeit? Wir haben auf jeden Fall kein Problem mit Kindern, die aus anderen Ländern hierher verschleppt werden. Wir müssen aber dafür sorgen, dass die Bauern hier ihre eigenen Kinder wirklich in die Schule schicken und nicht aufs Feld. Ich besuche eine Kakaobauernfamilie hier in Ghana. Der Kakao wird geerntet. Anschließend trocknen die Bohnen in der Sonne. Die Bauern bekommen für die Ernte einen staatlich festgesetzten Mindestpreis. Doch der liegt weit unter dem Weltmarktpreis. In einem guten Jahr verdient der Bauer um die 1000 Euro. Davon ernährt er Frau und 3 Kinder. An der Elfenbeinküste nähert sich unser Kollege Ange Aboa dem Hauptanbaugebiet für Kakao. 4 Jahre lang haben wir versucht, eine Liste all der Schulprojekte zu bekommen, die von den internationalen Schokoladenfirmen finanziert werden. Bis zu unserer Reise ohne Erfolg. Deshalb besuchen wir die Projekte nach dem Zufallsprinzip. Ange Aboa will zu einer Schule, die von der internationalen Kakao-Initiative ICI gefördert wird. ICI ist eine Stiftung und wird von den großen Schokoladenherstellern finanziert. Eine dieser Firmen ist Nestlé. Zusammengenommen haben diese Hersteller einen Jahresumsatz von über 134 Milliarden Euro. Doch im Jahr 2011 hat ICI nur 388.000 Euro für Hilfsprojekte an der Elfenbeinküste ausgegeben. Trotzdem wird per Video stolz mit ihren angeblichen Erfolgen geworben. Die internationale Kakao-Initiative ICI engagiert sich gegen Kinder- und Zwangsarbeit im Kakaosektor. Die Schule ist der beste Ort, um uns vor Kinderarbeit zu schützen. ICI behauptet, Schulen, Kliniken und Wasserpumpen in Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Caritas zu bauen.
Ange will nun eine Schule besuchen, die angeblich für 10.000 Euro gebaut worden sein soll. Und dies findet Ange vor. Das haben die Caritas und das ICI gebaut. Der Schuldirektor berichtet, dass der Bau im Jahr 2009 begonnen hat. Es ist nicht fertig. Wir waren so froh, als ICI uns zu Hilfe kam. Aber das Gebäude wurde nie fertiggestellt. Das ist für uns ein großes Problem. Wir haben nicht genügend Klassenzimmer für all die Kinder hier. Der Schulleiter zeigt uns die alten Klassenräume, die die Dorfbewohner selbst gebaut und bezahlt haben. 500 Kinder werden hier unterrichtet. Aber es gibt doppelt so viele schulpflichtige Kinder im Dorf. Können wir da rein? Dies ist ein Klassenzimmer für 55 Kinder. Sehen Sie den Zustand? Wenn es regnet, steht hier alles unter Wasser. Die Dorfbewohner haben auch fast die Hälfte der Baukosten für die neue Schule selbst bezahlt. Die Schule sollte von ICI in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft errichtet werden. Sie kamen mit ihrem Anteil und dann forderten sie alle im Dorf auf zu spenden. Aber was Kinderarbeit angeht, haben wir keine Gelder bekommen. Die Schokoladenindustrie, die unseren Kakao aufkauft, hat seitdem nichts mehr für unsere Schule getan. Nach Auskunft des Schulleiters hat ICI 4 Jahre nach Baubeginn noch immer nicht den vollen versprochenen Anteil von 6.000 Euro bezahlt. Ich wünschte, Sie würden uns beim Bau unserer Schule weiter unterstützen, damit wir all die Kinder vernünftig unterbringen können. Das ist meine Bitte. Überall sehen wir Kinder mit Hacken und Macheten. Der Unterricht ist umsonst, aber die Eltern müssen Bücher, Stifte und Papier bezahlen. Bei etwa 700 Euro Jahreseinkommen ist das für viele zu teuer. Wenn man für die Ernte keinen guten Preis bekommt, wird es natürlich auch problematisch, die Kinder zur Schule zu schicken. Ist der momentane Kakaopreis gut? Nein. Der Kakaopreis ist gar nicht gut. Er ist sehr, sehr niedrig. Während des Interviews kommt es zu einem Unfall auf dem Schulgelände. Da hat sich ein Kind mit einer Machete verletzt. Ein Junge hat sich beim Jäten auf dem Schulhof ins Bein gehackt. Er heißt Fréjus. Das lange, scharfe Messer nutzen die Jungen normalerweise zur Ernte der Kakaobohnen, wenn sie arbeiten. Kinder unter 18 Jahren dürfen dieses Werkzeug überhaupt nicht benutzen. Das verbieten internationales und nationales Arbeitsrecht. Ich mache ihm einen Verband. Unser Kameramann leistet erste Hilfe. Und wir fahren Fréjus zur nächsten Klinik. Er ist der Neffe des Bauern, den Ange Aboa eben zum Kakaopreis interviewt hat. Wir übernehmen die Kosten der Behandlung. Eine Rechnung, die seine Eltern nicht hätten bezahlen können. Nach Angaben des amerikanischen Arbeitsministeriums haben sich nachweislich 414.000 Kinder bei gefährlichen Arbeiten auf Kakaofarmen an der Elfenbeinküste schwere Verletzungen zugezogen.
Das erste Hilfsprojekt, das Ange Aboa findet, ist keine Erfolgsgeschichte. Unterdessen besuche ich in Ghana eine Farm, die von Source Trust kontrolliert wird. Die Firma hofft, Kinderarbeit auf Dauer zu bekämpfen, indem sie die Kakaobohnen lückenlos zum Bauern zurückverfolgt. Source Trust kennt alle Bauern hier in der Gegend genau, sagt der Manager. Wir notieren den Namen. Das ist der erste Eintrag für diese Farm mit der Nummer 230. Und hier steht jetzt der Name des Bauern. Dann laden wir die GPS-Koordinaten für die Farm in den Computer. Wir wissen nun, wo die Farm liegt, wie groß sie ist und wer da arbeitet. And then the details of the farmer. Ich fahre zur Sammelstelle, wo die Kakaosäcke zum Abtransport nach Europa und in die USA lagern. Jeder Sack hat einen Strichcode, der zu dem Bauern gehört, der ihn geerntet hat. Wenn ich also wissen will, von wem diese Kakaobohnen stammen, kann ich das anhand des Strichcodes erkennen? Anhand des Strichcodes? Ja. Ich möchte mir das gerne im Büro ansehen. In jeder Gesellschaft hat jeder einzelne Farmer so ein Kontrollbuch. Es erscheint mir unglaublich, dass ich einfach zufällig irgendeinen Sack auswählen kann und Sie mir sagen können, wo er herkommt. Kein Problem. Wir suchen einen beliebigen Sack aus. ER0310. Jetzt sollten die Angestellten in der Lage sein, diesen Sack Kakao zur Herkunftsfarm zurückzuverfolgen. Dieses System soll es möglich machen, den einzelnen Farmer zu überprüfen, ob er rechtswidrig Kinder für sich arbeiten lässt. Die Nummer ist ER0310. ER0310. Das ist er. 10 bedeutet Bentum. Aber die Angestellten von Source Trust finden die Akten nicht, die zu dem Sack passen. Wir probieren es nochmal mit einem neuen Sack. Okay, dann dieser hier. ER0420. Yes. You will find it in here. Just to make sure. ADO. Adan Krono. Langsam bricht Panik bei den Männern aus. Es sind auch einflussreiche Manager von Source Trust anwesend. Die wollen meine Dreharbeiten überwachen, aber selbst nicht vor die Kamera. ER4 ist in Asamankese. Was? Im Nachbardistrikt. ER4. Okay. Das ist im Nachbardistrikt. ER4. Okay. Wir verlassen dieses Büro und fahren zu einem anderen, das etwa eine Stunde entfernt ist. An der Elfenbeinküste ist Ange Aboa unterdessen bei einer weiteren Schule angekommen. Für die Schokoladenindustrie ist dies eines der Vorzeigeprojekte. Ein Erfolg. Im Internet und auch im Fernsehen wird es oft beworben.
Es ist das erste Gemeindeprojekt von ICI an der Elfenbeinküste. Wir haben die Farmer und ihre Familien geschult, ihnen erklärt, wo die Risiken liegen und Kinder in Gefahr sind, warum die Schule so wichtig ist. Diese Kinder sind nun nicht mehr gefährdet, weil wir mit den Bauern und den Familien gearbeitet haben. Diese drei Klassenräume hat ICI mit der Caritas im Jahr 2008 gebaut. Alles sieht gut aus. Aber dann findet Ange die baufällige alte Schule, die ICI eigentlich renovieren wollte. Es wurden drei Klassenzimmer gebaut und noch zwei Häuser für Lehrer. Die Caritas hatte uns eine weitere Schule mit drei Klassenzimmern versprochen und weitere Wohnmöglichkeiten für Lehrer. Und drei Wasserpumpen für das Dorf sowie eine Krankenstation. Weder die Wasserpumpen, die Krankenstation noch zusätzliche Schulräume wurden gebaut. Lauter Versprechen, die die Schokoladenindustrie nicht eingehalten hat, so der Schulleiter. Was bleibt, sind diese baufälligen Klassenzimmer. Bei weitem zu wenig für die Kinder des Dorfes. Nur 200 der 800 Kinder der Dorfgemeinschaft können zur Schule gehen. Wenn wir in der Klasse sind, bläst der Wind durchs Dach. Und das Klo ist fürchterlich. Hier kriege ich immer Bauchweh. Ich komme nicht gern hierher. Mir wird immer schlecht. Und dann schickt mich die Lehrerin nach Hause. Während der Pause zeigt uns Lehrerin Sonja den Unterrichtsraum. Die Schule besteht nur aus Bruchstücken. Und wenn es nur ein wenig regnet, fällt hier alles auseinander. Das ist nur Lehm. Alles fällt auseinander. Wenn es mal richtig schüttet, wird das Gebäude über uns zusammenbrechen. Und das ist nicht richtig. Sie kommen hierher, um unseren Kakao zu kaufen, hier an der Elfenbeinküste. Ich möchte diese Firmen einfach bitten, auch an uns Menschen zu denken, an die Kinder, die hier leben müssen, die unsere Hoffnung für die Zukunft sind. Sie verdienen doch die gleichen Lebensbedingungen wie andere Kinder auch. Viele der Schulkinder arbeiten auch auf den Kakaofeldern. Diese Macheten liegen neben der Klassenzimmertür. Macheten, die die Kinder gar nicht benutzen dürfen. Ange Aboa geht ins Dorf, um das Dorfoberhaupt zu treffen. Überall spielen Kinder, die offenbar nicht zur Schule gehen. Ça va? Das Oberhaupt der Dorfgemeinschaft erinnert sich noch genau daran, wie ICI hier ankam. Erst ging es ihnen um Kinderarbeit. Dass wir unsere Kinder nicht auf die Plantagen schicken dürfen. Dass das auch zu schwer sei für die Kinder. Und dass Kinder das Recht auf Schule haben. Die Eltern im Dorf haben auf ICI gehört und ihre Kinder zur Schule gebracht. Aber als sie da ankamen, hieß es, die Kinder könnten nicht aufgenommen werden. Und darum müssen sie jetzt doch auf den Kakaofarmen arbeiten? Ja, so ist es. Darum beten wir auch für drei neue Klassenzimmer, damit all unsere Kinder zur Schule gehen können. Vor 4 Jahren hatte ICI sogar im Fernsehen versprochen, dass kein Kind in Camp Montpaul illegal auf den Feldern arbeiten müsse. Doch nur 200 von 800 Kindern haben Klassenzimmer. Das erzählte uns ICI aber nicht. Ange Aboa setzt seine Reise in den Norden des Landes fort.
zurück in Ghana. Ich komme bei einem weiteren Büro von Source Trust an. Ich versuche immer noch, die Kakaobohnen zu den Farmern zurückzuverfolgen. Ja, ER 04 20. Adankone. Von all diesen Bauern kommt der Kakao für den ersten Sack. Okay. Und ER 03 10. Betam. Okay, it says Betam. Betam. Okay, da steht Betam. Und hier sind die Namen aller Bauern. Farmers names and. Eine Akte für jeden Bauern. Ja, ja, okay. Okay. Nun ist auch klar, welche Bauern den zweiten Sack geerntet haben. Die Angestellten von Source Trust sind erleichtert. Ja. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Man muss sich fragen, ob dieses System gut genug ist, um den Verbrauchern in aller Welt Kakao ohne Kinderarbeit zu garantieren. Source Trust kontrolliert bislang nur 2% der ganzen Kakaoernte von Ghana. Es ist ein zäher, langsamer Prozess, das System einzuführen. An der Elfenbeinküste hat Ange Aboa den Ort Megi erreicht. Er möchte eine von den sogenannten Farmerschulen besuchen, die die Schokoladenindustrie finanziert. In diesem Internetvideo zeigt die Industrie so einen Unterricht in Hochglanz. Weil Kakao wichtig ist. Für die Bauern, für die Verbraucher, für uns alle. Nach diesen Schulungen soll den Bauern mit Gütesiegel bescheinigt werden, dass sie nachhaltigen Kakao ohne Kinderarbeit herstellen. Diese Farmerschule wird von dem amerikanischen Schokoladengiganten Cargill finanziert. Es ist ein gemeinsames Projekt mit der Firma UTZ, die den Verbrauchern nachhaltigen Kakao ohne Kinderarbeit garantiert. Aber als erstes findet Ange Aboa ein Kind auf dieser Farm. Heute ist Montag. Warum bist du hier? Was ist los? Ich bin hier für den Kakao. Der Junge scheint nervös und versteht die Sprache nicht. Er kommt aus dem Nachbarland Burkina Faso, über 1500 Kilometer weit weg. Warum bist du nicht in der Schule? Sie haben mich nicht angemeldet. Warum nicht? Erst müssen wir hier fertig werden. Wahrscheinlich ist der Junge ein Opfer von Kinderhändlern. Ange Aboa trifft auf einen weiteren Jungen. Auch er stammt aus Burkina Faso. Wie alt bist du? Ich bin 13. Musst du nicht in die Schule? Nein, da gehe ich nicht hin. Du gehst nicht zur Schule? Nein. Was arbeitest du? Kakaoernten. All das. Wenn der Kakao geerntet ist, sammeln wir alles ein und tragen es weg. Gegen die Vorschriften von Cargill und UTZ arbeiten Kinder in diesen Farmerschule-Projekten. Kinder, die wahrscheinlich hierher verschleppt worden sind. Ange Aboa setzt seine Reise fort. Er gelangt zu einer weiteren Farmer-Feldschule, einem sogenannten Impact-Projekt. Finanziert von Mars, der internationalen Kakao-Initiative ICI und der Rainforest Alliance. Mars ist bekannt für M&Ms, Snickers und Milky Way, Marken, für die bunt und fröhlich geworben wird.
Die Rainforest Alliance verspricht in Werbespots stolz nachhaltigen Kakao ohne Kinderarbeit. Mit Gütesiegel. Galaxy schmeckt nicht nur gut, sondern tut auch Gutes. Aber Ange findet auch hier Kinder. Sie ernten den Kakao, der in unserer Schokolade ist. Mit Macheten. Auch die Bundesregierung hat diese Impact-Projekte gefördert. Mit 720.000 Euro. Habt ihr Schulungen über Regeln bei der Feldarbeit gehabt? Ja. Was habt ihr da gelernt? Sie haben uns gezeigt, wann die Bohnen ausgewachsen sind. 2 Wochen später wird dann geerntet und wir sammeln die Früchte ein. Die Kakaobohnen werden dann getrocknet und wir halten alles sauber. Haben die in der Schule auch gesagt, dass die kleinen Kinder die Früchte tragen sollen? Ja. Keines der jüngeren Kinder hier spricht Französisch oder die örtliche Sprache. Ange bittet den älteren Jungen zu übersetzen. Warum bist du nicht in der Schule? Er sagt, der Lehrer sei krank, darum gäbe es keinen Unterricht. Frag mal, ob der Lehrer oft krank ist. Ist der Lehrer oft krank? Wie alt bist du? Ich bin 15. So alt. Wirklich 15 oder bist du jünger? Nein, er ist erst 14. Warum ist er nicht in der Schule? Das kann ich nicht erklären. Ich war selbst auch nie in der Schule. Okay. Danke. Konnte nicht ein einziges Projekt finden, das den Versprechen der Schokoladenindustrie standhält. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die großen Schokoladenkonzerne mich nicht an die Elfenbeinküste eingeladen haben. Plötzlich, nach den Dreharbeiten, meldet sich Nestlé bei mir. Auf einmal wollen sie die Aufnahmen von den Projekten sehen, an denen sie finanziell beteiligt sind. Jetzt reise ich zum dritten Mal zu Nestlé. Erst wollten sie überhaupt nicht mit mir reden. Das zweite Mal nur ohne Kamera. Und nun beim dritten Mal wollen sie vor die Kamera. Ich habe einen Termin bei Herrn Lopez. José Lopez? Yes. Yes. Hello, Mr. Mistrati. Hello. Fine, thank you. Good to see you. Hallo, schön, Sie zu treffen.
Auch ICI will nun als Stellvertreter der großen Kakaokonzerne mit mir sprechen. Ebenso Rainforest Alliance und die UTZ, die Gütesiegelfirmen. Sie alle wollen ihre Projekte an der Elfenbeinküste sehen. Welche Kontrolle hat ICI über diese Projekte, wie Schulen und die Bauernausbildung? Es gibt unterschiedliche Wege, mit den Gemeinden vor Ort zu arbeiten. Meistens durch örtliche Nichtregierungsorganisationen. Aber wenn Sie zum Beispiel Schulen bauen, würde ich doch annehmen, dass Sie eine gewisse Kontrolle über das Projekt haben. Durch unsere Partner vor Ort haben wir immer alles unter Kontrolle. Man kann nicht einfach ein Hilfsprogramm ins Leben rufen, Geld geben und dann den Rücken kehren und glauben, dass alles so läuft, wie man beabsichtigt hat. Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind wir rumgereist und ich würde Ihnen gerne ein paar Ihrer Projekte zeigen und Ihre Meinung dazu hören. Dies ist eine Schule, die eigentlich 2009 gebaut werden sollte. So haben wir sie vorgefunden. Sehen Sie, das ist die Schule. Sie ist nicht fertig. Er hat sich auf dem Schulgelände mit der Machete ins Bein gehackt. Wie denken Sie darüber? Das finde ich natürlich schlimm. Ich habe selbst ein Kind in dem Alter und sowas zu sehen... Ja, es war schlimm. Wir haben ihn zum Arzt gebracht. Das ist in der Schulklasse. Macheten. Die haben dort nichts zu suchen. Da sollten keine Macheten sein. Und das hat man ihnen versprochen. Hier ist die neue und das ist die alte Schule, die immer noch nicht... Die neue Schule haben wir gebaut. Aber man hat ihnen mehr Schulräume versprochen. ICI hat nie versprochen, dort noch eine Schule zu bauen. Dann lügen die im Dorf. Sehen Sie, das war vor meiner Zeit. Ich werde das prüfen, Mickey, auf jeden Fall. Und auch die andere Schule, die ich nicht gesehen habe. Ich muss mir das näher anschauen und genau rausfinden, wo sie ist und warum sie nicht fertig gebaut wurde. 3 Jahre. Und das Gras ist so hoch. Das ist natürlich kein gutes Ergebnis für uns. 13 Jahre alt. Wenn das stimmt, dass 13-jährige Kinder bei der Ernte arbeiten, dann ist das gegen unsere Grundsätze und muss sofort abgestellt werden. Denn so hilft man den Kindern nicht. Und das ist eine Farmerschule. Erkennen Sie das Rainforest- und Mars-Projekt? Ja, ich kenne das Projekt. Oh ja. Wie kann es sein, dass hier Kinder, 6, 7, 8 Jahre alt, mit Macheten arbeiten? Und einige der Jungen aus Burkina Faso kommen? Wir wissen nicht, wie alt sie sind, aber ich kann sehen, dass es ziemlich kleine Kinder sind. Und sie benutzen Macheten, was eine Tradition an der Elfenbeinküste ist. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit? Wo es doch für uns so einfach war, Belege dafür zu finden, dass die Projekte, nun ja, nicht besonders gut laufen. Ich bin stolz auf die Arbeit von ICI. Was Sie mir gezeigt haben, ist die Realität. Es ist nicht, wie es sein sollte und nicht das, was wir uns vorstellen. Es gibt eine Lektion, die wir aus dieser Sache mitnehmen müssen.
Wir wissen, dass unsere Arbeit positiven Einfluss hat. Das haben unabhängige Beobachter festgestellt. Um die Ausnahmen werde ich mich kümmern. Das, was wir hier sehen, entspricht nicht unserer Qualität. Es ist gut, dass die Verbraucher wissen, wie schwer es ist, Schokolade zu produzieren. Es steckt viel Arbeit dahinter. Und in diesem Herstellungsprozess gibt es sehr traurige Aspekte, wie in Ihrem Film zu sehen ist. Es ist gut, dass die Verbraucher besorgt sind. Es ist wichtig, dass sie das Problem verstehen und nicht die Erwartung haben, dass wir eine Garantie geben können, dass sowas nicht mehr passiert. Und es ist richtig, von der Industrie, aber auch den Regierungen und der Gesellschaft zu erwarten, dass das Problem verantwortungsvoller angegangen wird. Sollte man die Verbraucher nicht informieren, dass es diese Probleme gibt? Wer Schokoladenprodukte auf den Markt bringt, hat viele Arbeitsprozesse, viele unterschiedliche Elemente. Unser Job ist es, alles richtig zu machen. Und ich will nicht, Mickey, dass Sie denken, wir wussten das alles und haben nichts getan. Wir haben nichts getan, weil wir das so nicht gewusst haben. Es ist noch ein langer Weg. Sind Sie überrascht, dass es so einfach war, Kinder auf UTZ-Farmen zu finden? Ja, das hat mich überrascht, ja. Dass ein Kind mit einer Machete arbeitet, das muss gestoppt werden. Mal ganz abgesehen davon, dass es nicht in der Schule ist. Das muss aufhören. Sie werfen Licht auf diese Dinge, schaffen ein Bewusstsein und das stellt sicher, dass keiner vergisst. Das leistet einen Beitrag in die richtige Richtung. Ich werde mich auch künftig mit dem Thema beschäftigen. Wir erkennen an, dass es noch sehr viel zu tun gibt, um dieses Problem der Schokoladenindustrie aus der Welt zu schaffen. Okay, danke für Ihre Zeit. Danke. Danke, Mickey. Nach dem Interview schreibt mir der Direktor von ICI, der Kakao-Initiative der großen Schokoladenkonzerne. In dem Schreiben erklärt er, wegen der Unruhen nach der letzten Wahl an der Elfenbeinküste sei die Schule noch nicht fertig gebaut worden. Tatsächlich haben wir mit unseren Partnern die Arbeiten während der Krise eingestellt. Damit meint er die Unruhen zwischen Dezember 2010 und April 2011. Einen Zeitraum von 5 Monaten also. Doch der Baubeginn war 1,5 Jahre vor den Unruhen. Und Jahre später ist die Schule immer noch nicht fertig. Mars und Cargill habe ich auch eingeladen, das Drehmaterial anzusehen. Aber sie wollten nicht. Die Schokoladenhersteller haben versucht, mich zu überzeugen, dass sie im Kampf gegen Kinderarbeit viel Gutes tun. Aber wir haben kein einziges Projekt an der Elfenbeinküste gefunden, das erfolgreich ist. Tausende Kinder gehen nicht zur Schule, sondern arbeiten auf den Kakaofarmen für unsere Schokolade. Die Schokoladenhersteller haben seit Jahren nur Bruchteile ihrer Gewinne investiert, um ihren Kakaobauern zu helfen. Selbst Verbraucher, die auf Schokolade mit Gütesiegel achten, haben nach wie vor keine Garantie, dass der Kakao für die Schokolade nicht doch von Kindern geerntet wurde. Wie können wir Schokolade ohne schlechtes Gewissen genießen? Indem wir den Herstellern sagen, was wir wollen. Schokolade ohne Kinderarbeit.